Nix wie raus aus diesem Tal. Diego und Bilgot wollen sich hier verpissen und ich helfe ihnen dabei. Hoffen wir mal, dass Bilgot nicht gleich wieder umklappt da vorne. Wie beim letzten Mal. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Bin gerade noch ein bisschen außer Atem, weil ich gerade kurzes Workout gemacht habe. Aber jetzt geht's weiter durch die virtuellen Welten der allerersten Konsolenumsetzung von Gothic 2. Ich speichere zwischendurch mal nochmal. Ich versuche mal noch mit Bilgot bis zum Pass hoch zu rennen. In der Hoffnung, dass dann erst dort der Dialog mit ihm getriggert wird. Vielleicht überlebt er dann. Das war echt eine sehr, sehr seltsame Situation da beim letzten Mal. Keine Ahnung, woran das lag. So, langsam dämmert hier der Morgen zum Glück. Hier irgendwo startet der Dialog beim letzten Mal. Laufen wir mal noch weiter. Diesmal muss ich nicht nochmal die Ebene dort durchkämmen. Demnach gibt es auch keinen Stopp. So, und jetzt schauen wir mal. Mit Diego würde ich gerne mal noch dann bis zum Austauschplatz weiterrennen. Schauen wir mal, ob das geht. Heilkraut. So, da sind wir. Jetzt mach, dass du wegkommst. Die Gegend ist heiß. Ich danke dir. Lass dich kein Ding. Wäre schade drum. Leb wohl. Du auch. So, jetzt schauen wir mal. Er geht dorthin. Und setzt sich gleich auf den Boden, oder? Trifft man den eigentlich auf der anderen Seite irgendwann nochmal? Keine Ahnung. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich nur einen Moment ausruhen. Ich komme schon klar. Mach dir keine Sorgen. Okay. Wie du willst. Nur eine kleine Pause. Ja, ja. Der relaxt hier. Immerhin gönnt er sich nicht dieselbe Art von Pause, die er sich beim letzten Mal gegönnt hat. Okay, Diego, dann machen wir zweimal noch die Orks platt, die da vorne. Den nostalgischen Ort des ersten Treffens. Verschandeln. Dann machen wir einen kurzen Prozess. Gar kein Problem. Schwere Orkaxt wandert direkt in meinen großen Rucksack, in dem sehr viel Platz zu sein scheint. So, und da oben Ori oder Orik, ich glaube Ori hieß der Typ, mit dem wir da in Gothic 1 eine Konversation haben konnten. Und hier krabbelten Fleischwanzen rum. Hier, das sind immer so die ersten Anläufe in Gothic 1. Man boxt irgendwie unbeholfen in der Luft rum, versucht die Fleischwanzen zu treffen, so läuft es immer. Okay. Alles absahnen hier. Ab dadurch. Ich glaube, da oben stehen auch noch irgendwelche Tränke oder so. Das mache ich auf dem Rückweg gleich alles. Erstmal ziehen wir jetzt hier mit Diego durch. Machen wir die Orks erstmal alle platt. Und da sind auch schon wieder die Nächsten. Zück den Bogen. Sehr gut. Leider kein Treffer, schade. Poh, aber der hat einen Treffer gelandet. Naja, passiert. Aber es gibt mir die Chance, das Ganze nochmal besser zu probieren und vielleicht Diego diesmal sogar einen Treffer zu landen mit dem Bogen. Den er auch landet. Perfekt. Und jetzt von hinten draufhauen, während ich blocke. Perfekt. So ist es optimal, wenn es so läuft. So, Diego, reicht dein Leben noch für die Kameraden da vorne? Ich hoffe es. So, dann rückwärts gegen dieses Ding hier. Diego hätte ruhig auch gerne ein bisschen länger im Bogen schießen dürfen. Aber so geht es schon. Wuchuchuchu, was soll das eigentlich darstellen, dieser Sound? Einfach irgendwelche Grunzlaute, die so von sich geben, oder?
Okay, ich würde gerne noch die paar Orks, die da oben, wenn man da wirklich hoch zum wahren Rampenbeladungsplatz hochläuft, das würde ich gerne noch, die würde ich gerne auch noch direkt platt machen mit ihm. Weißt du noch, damals, als wir uns hier das erste Mal trafen? Ist eine lange Zeit her. Irgendwas war noch an diesem Ort. Verdammt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Na, wie auch immer, den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Schade. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Okay, das heißt, die Orks da oben haben wir wohl doch nicht zusammen platt. Egal, dann machen wir die einfach selber später, wenn ich nochmal zurückkehre. Ja, Mann, geil. Wie damals. Genau wie damals. Er läuft dort entlang. Aber inzwischen hat er einen stolzeren Gang. Ich glaube, damals hatte der einen etwas betroppelteren Gang. Kann das sein? So mit dem Kopf nach unten und nicht ganz so breit. Was könnte Diego hier nur verloren haben? Vielleicht diesen breigefüllten Lederbeutel? Wo sogar Diegos alter Lederbeutel dran steht? Vielleicht war es ja der. Wer weiß. Ich würde es gerne da hochrennen und nochmal die Stelle von damals simulieren. Wo ich da reingeplatscht bin. Aber das machen wir später, wenn die Orks dort alle geplättet sind. Hab keinen Bock jetzt hier, mich von denen stressen zu lassen. Aber trotzdem checke ich mal kurz ab, ob hier noch irgendwas rumliegt. Vielleicht auch Erzbrocken. Wenn irgendwo Erzbrocken liegen müssen, dann doch wohl hier, oder? An der ehemaligen Erz- und Waren-Austauschstelle. Aber ich kann... Warte mal, kann nichts erkennen. Vielleicht da oben auch irgendwo. Wie viele Orks sind denn da? Ich glaube, es sind schon noch so zwei auf jeden Fall. Aber das weiß ich doch noch, dass hier Tränke glitzern. Schau mal. Das weiß ich doch noch. Her damit. Und dann... Ja, da steht schon einer. Ich glaube, es ist mir zu stressig jetzt hier. Ich mach das bald mal. Nach Jaken, da werden wir so viel krasser sein, Alter. Da muss ich jetzt hier nicht groß mir einen aufreißen, wenn ich dann auch das nach Jaken da ist, viel entspannter machen kann. Zwei Level habe ich ja jetzt hier bei der ganzen Nummer nochmal mit. Wow! Würde ich jetzt einen Ork umhauen, dann würde ich direkt noch mein Level aufsteigen. Es wäre natürlich schon sehr cool, das zu tun, bevor ich über den Pass gehe. Es wäre sehr cool. Und weil ich sehr cool sein möchte, versuche ich es zumindest mal. Ich versuche es einfach mal. Jetzt nicht 1000 Versuche und dann sich total ausmürben lassen davon und so. Das nicht, aber schauen wir mal. Klar, ich könnte einfach diesen Trick machen, den wir schon ein paar Mal angewendet haben, auch gegen Orks. Einfach ganz nach vorne rennen und schlagen. Aber irgendwie ist es doch cooler. Ja, ich kann keinen Schaden mehr machen. Nee, Mann. Dann machen wir den Trick erstmal nochmal. Aber dieses Level ab vor dem Verlassen des Minentals nochmal mitzunehmen, ist natürlich schon eine feine Sache. Dass ich so knapp davor stehe, hätte ich gar nicht gedacht. Aber es ist natürlich umso besser. Und dann könnte ich probeweise gleich mal testen, wenn ich ganz viel Schutzsachen und Stärke-Sachen anziehe, wie ich dann gegen den anderen Ork da vorne abschneide, dem ich auch gerade ein bisschen Gefahr laufe, in die Arme zu rennen, falls ich mich in diesem Kampf hier in diese Richtung pushen lasse. Auch wenn ich zwar eigentlich derjenige bin, der hier pusht, aber der Ork gibt durch seine Ausweichrichtungen natürlich schon am Ende des Tages die Richtung vor und ich renne einfach mal hinterher und knüppel drauf. Darum hoffe ich einfach, dass mit dem anderen... So, immer da runter, sehr schön. Ich hoffe einfach, dass mit dem anderen nicht so... Oh, shit. Da habe ich mich treffen lassen. Weiß nicht genau, wie es passieren konnte, aber auch dieser Trick lässt manchmal die ein oder andere Lücke zu. Ha, aber da ist es auch schon das glorreiche Level-Up, das ich mir erhofft habe. Und jetzt mal gucken... Ich habe vielleicht doch auch noch mittlere Heilung. Da habe ich gar nicht dran gedacht, als ich immer die noch geschaut habe, ob ich noch leichte Heilung habe.
Beziehungsweise hier habe ich ja sowieso noch leichte Wunden heilen. Habe ich da inzwischen schon wieder eine neue gefunden oder? Ich check gar nicht genau, wo die herkommt. Naja, wie auch immer. Jetzt brauche ich gerade mit Tränken nicht mehr so viel sparen, weil ja Diego und Bilgot habe ich jetzt von der Backe. Dann noch eine Blauflieder, die auch gleich das Mana auffüllt hinterher. So, und jetzt schauen wir mal. Genau, Amulett der Kraft trage ich bereits. Ring der Geschicklichkeit. Ziehe ich beide aus und ersetze sie durch einen... Habe ich nur so einen schlechten Stärkering, der nur Stärke 3 gibt? Naja, auf jeden Fall ein Geschicklichkeitsgürtel hier auch aus. Söldnergürtel zusammen mit Söldnerrüstung müsste ich jetzt, geht ja mit der mittleren auch, oder? Müsste ich eigentlich richtig gut Schutz haben. Ohne den habe ich Schutz 50 und so eben 60. Und dann, oder ich ziehe dieses krasse Amulett der Lebenskraft an. Da habe ich zwar weniger Stärke. Ich will einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich volle Kanone auf Schutz gehe. Was bringt mehr, 20 Leben oder Schutz vor Waffen 3? Also, keine Ahnung, wie viel Lebens... Sind das auch einfach 3 Lebenspunkte weniger, die mir abgezogen werden? Oder was bedeutet das genau? Ich weiß gar nicht. Aber ich ziehe einfach mal noch dieses krasse Lebensamulett hier auch an. Okay, jetzt muss ich noch einen Ringslot vergeben. Habe ich nicht irgendeinen Ring, der mehr als 3 Stärke gibt? 3 Stärke oder 3 Lebensschutz? Das ist die Frage. Machen wir mal so, ich bin jetzt hier volle Pulle auf Leben und Schutz gegangen. Das bedeutet, Waffenschutz 63 ist aber nicht so viel eigentlich. Sonst, ich dachte immer, man kriegt überall diese Ringe nachgeschmissen, die so viel Schutz vor allem geben, aber scheinbar doch nicht. Egal, ich werde einfach mal mit diesem Setup probieren, ob ich einen fairen, also einen richtigen Kampf gegen so einen Ork schaffe. Also, mir wäre es wahrscheinlich wäre ich besser aufgestellt, wenn ich einfach mehr Schaden machen würde und fertig. Hä? Ups, jetzt renne ich hier gleich die... Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, von wegen Kampf gegen Ork. Das habe ich damit nicht gemeint. Da muss ich gleich wieder zurückrennen, weil jetzt geht es gleich mega stressig ab. Wartet ab. Wie dieser Loading Screen einfach links und rechts mit KI erweitert wurde. Das ist total offensichtlich. Okay, die Horde geht auf mich los. Muss ich schnell wieder zurückrennen. Leider kommt gerade keine Musik. Aber zum Glück verfolgen die einen nicht mit durch den Loading Screen durch. Hä? Ist jetzt hier oben gerade doch kein Ork mehr? Ich dachte vorhin, ich hätte hier aus der Ferne einen Ork rumstehen sehen. Das gibt's ja nicht. War das doch einfach nur dieser eine? Oder ist der vielleicht hier runtergeplumpst und schwimmt jetzt da irgendwo rum? Huchuchu, oder läuft sonst irgendwie rum? Ah, na, aber das hätte sich durch den Ladescreen eigentlich resettet. Guck mal, ich mache da 10 Stunden lang Vorbereitung und wechsle alle Ringe und Amulette und alles durch. Wofür? Für nichts? Na geil, das hat jetzt gerade original gar nichts gebracht. Weil ich jetzt dieses Szenario gar nicht testen kann. Ich dachte echt, dass dort irgendwo, dass hier ein Ork noch rumsteht. Erstens, dass da 2 sind. Der eine, den wir gerade platt gemacht haben. Und dann noch einer hier oben. Und ich dachte aber, ich hätte den aus der Ferne da stehen sehen. Das kann doch nicht sein. Spult das Video zurück und schaut sich an, wer es mir nicht glaubt. Naja, falls da wirklich keiner ist, dann werdet ihr da auch keinen sehen. Dann hat nichts mit Glauben oder so zu tun, aber
Ich dachte irgendwie so im Augenwinkel, dass ich da... Na, okay. Ist sehr interessant, da ist aber das so. Ist doch nicht der Fall zu sein scheint. Naja. Dann werde ich dieses Setup, was ich da jetzt am Leib habe, noch an einem anderen Ork testen, indem ich direkt noch mal ins Tal runterrenne. Nein, Spaß, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das mache ich jetzt nicht. Aber ich loote auf jeden Fall noch die Tränke und so, die da vorne bei dieser Brücke rumstehen. Das weiß ich nämlich. Das ist auch noch eine meiner ältesten Gothic 2 Erinnerungen, wenn man hier lang geht, dass da oben dann irgendwo, also ist nicht hier, sondern dass da irgendwo ein Trank ist. Da, dieser Mana-Trank, der ist gut getarnt, aber gleichzeitig nicht gut getarnt genug. Aber gut getarnt genug, dass ich gerade kurz so ins Schwitzen kam. Scheiße, steht er noch da? Habe ich gerade Bullshit erzählt? So, sehr gut. Schauen wir mal, ob Bilgot noch lebt. Ja, Bilgot und Diego beide am Start. Perfekt. Was machst du hier? Ich kann einfach nicht mehr. Wie du willst. Nur eine kleine... Ja, der macht eine kleine Pause, ruht sich hier noch kurz aus. Okay. Diego sitzt dran im Schneidersitz. War irgendwie cooler, als Bilgot auch noch dort saß. Ich finde das irgendwie eine coole Vorstellung, dass die beide sitzen dort. Ja. Okay. Warte, ich muss überlegen, wo war das nochmal? Also, man konnte in Gothic 1, aber man kann hier nicht überall hinklettern, wo man dann in Gothic 1 hochklettern kann. Ah, das habe ich, glaube ich, hier noch gar nicht gelootet, oder? Als ich... Doch. Aber ich bin erstmal den Weg, glaube ich, gerade runtergegangen, damit der Drachenangriff dann passiert und nicht, wenn man hier in die Höhle reinläuft. Das finde ich immer blöd, wenn man in die Höhle reinläuft und dann kommt die Cutscene, obwohl man da eigentlich gar keine Sicht übers Tal hat. So, genau hier oben wollte ich einfach mal noch abchecken, weil das auch so der Klassiker ist, dass man da am Anfang von Gothic 1 rumrennt. Und es einfach ganz cool ist, da nochmal jetzt zurückzukehren. So, schöne Sicht übers Tal hat man hier, auch wenn sie nicht besonders weit ist hier auf der Switch-Variante, aber was soll's, Minental ist es trotzdem noch zu erkennbar, hier Skyvies, Small Rats und Goblins und so, das waren die Gegner, die in Teil 1 rumlungerten, jetzt lungert hier gar nichts mehr rum, nur ich, ich lunge hier oben rum. Okay. Plums. Wow. Und wo ist Bilgot jetzt auf einmal hin? Ist der umgeklappt wieder? Oh nein. Wie schade. Das finde ich bitter. Puh, verschwunden. Einfach weg. Der Typ haut einfach ab. Okay, dann werde ich jetzt das Minta verlassen und mir von Wolf die Gorlo-Plattenrüstung machen lassen. Alles klar? Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Okay. So, ich frage mich aber, ob ich jetzt gerade mal noch Geschicklichkeit von ihm lernen soll. Aber Einhänder und Zweihänder will ich jetzt auch erstmal steigern. Vor allem, ich will Zweihänder auch mal noch jetzt besser machen, sodass ich dann bei Kord beides auf einmal immer skillen kann. Genau, es ist zwar besonders cool bei Diego Geschicklichkeit zu skillen, einfach weil Diego Diego ist. Es ist nochmal cooler als es bei Laris zu skillen, aber egal. Schau mal, seht ihr da rechts an, links und rechts, die Bildränder, die Bäume sehen komplett anders aus und so weiter. Da hier, Photoshop, Bereich markieren und dann das Bild erweitern. Zack, in 2 Sekunden mit KI erweitert. Aber, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen lieblos, oder? Hätten wir ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen mehr rumexperimentieren können, bis ein besseres Ergebnis kommt. Mir geht es die Welt auch nicht von unter, aber es fällt mir auf jeden Fall als jemand, der das selber oft bei Bildern macht, ganz klar auf. So, ab zu Onershof, ab zu Wolf, dem Erfinder und Hersteller der Minecrawler-Plattenrüstung.
kann ich eigentlich mit den zwei Paladinen dort darüber sprechen, dass ich jetzt schon mit Garund geredet habe und dass es Drachen gibt und so? Kann ich das? Boah, hier ist natürlich sehr wichtig zuzumachen, nicht dass Orkhorden hier durchströmen. Wie ist alles ruhig? Okay. Wow, und direkt... ziemlich wagemutig. Direkt endet diese abenteuerliche Passmusik und die saftigen Wälder von Corinnes empfangen uns. Hier war ich ja jetzt schon eine ganze Weile lang nicht mehr unterwegs. Daraufhin erstmal ein Reinbraten. 1, 2, 3. 7 Stück werde ich braten, bist du schon mal direkt 4. Könnt ihr euch schon mal direkt drauf einstellen. 5. Und das war eigentlich auch schon der größte Teil. 6 und jetzt noch die 7 hinterher. Wunderbar. Okay. Das bedeutet, dass ich jetzt hier gleich in einer neuen Rüstung durch die Gegend marschieren werde. Ist Gorn jetzt eigentlich schon auf Onas Hof gleich? Ich glaube, das kommt erst mit dem Kapitelwechsel, ja? Aber vielleicht kann ich Lee ja schon davon berichten, dass ich Gorn befreit habe. Und es ist einfach besonders cool, dass ich die mittlere Söldnerrüstung auf diesem Wege bekommen habe, weil auf diesem Wege kriegt man sie geschenkt. Und das ist auch was Besonderes, als wenn man sich einfach beim Fraktionsanführer abholt. Es ist was Cooleres, sie von einem alten Kumpel wieder zu bekommen. Aber, jetzt ist er hier mit seinen Schafen. Cool. Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen, danke der Nachfrage. Jetzt, wo ich aber wieder unter NPCs bin, will ich hier mal wieder die ganzen Geschicklichkeitssachen anlegen, weil jetzt kann ich ja bis zum Abwinken Taschendiebstähle. Müsste ich jetzt eigentlich machen können die ganze Zeit, ja? Söldnergürtel ist auch ein cooler Name eigentlich, oder? Geschicklichkeitsbonus. Genau, sehr gut. Jetzt habe ich die... 414 Lebensenergie. Coole Zahl. Jetzt habe ich die 75 geschickt wie am Start. Bei dem vielleicht noch... Ne. Ich glaube, bei dem habe ich wahrscheinlich schon längst Taschendiebstahl gemacht. War wahrscheinlich sehr einfach, aber... manchmal, wenn man entsprechenden Geschicklichkeitswert hat, taucht ja dann erst die Option auf. Und die Hoffnung war gerade, dass da jetzt eine neue Option vielleicht auftauchen wird. Aber was ist mit manchen Söldnern, so wie Sentenza? Was ist denn mit Leuten wie dem? Wo ich wahrscheinlich auch noch keinen Taschendiebstahl durchgeführt habe, nehme ich mal an. Vielleicht kann ich da jetzt einen machen. Schauen wir mal. Sentenza, mein bester Freund auf dem Hof der Söldner. Manometer, jetzt haben wir schon eine ganze Menge erlebt, im Minental gewesen, Gorn befreit, so, jetzt geht man, finde ich, wenn man einmal im Minental war, geht man mit ganz anderen Augen hier durch die friedliche Welt von Corinnes. Man geht einfach mit anderen Augen durch, es ist einfach so. Natürlich werde ich mir die Chance nicht durch die Lappen gehen lassen, bei dieser Innerstatue gleich nochmal einen Lebensbonus abzusagen. Ach schau, es lohnt sich immer nochmal überall lang zu gehen. Überall wachsen nochmal einige Heilpflanzen. Enos! Gewähre mir Lebenskraft! Ah, dankeschön. Auch ein Söldner wird von Enos erhört. Aber wie schon in einer anderen Folge gesagt, hat ja nichts mit der Fraktionsgehörigkeit zu tun. Innos ist so universell präsent hier im Leben der Leute. Es sind nicht nur Paladine und Feuermagier, die an ihn glauben. Sie sind halt wirklich die, die aktiv in seinem Namen ihr Werk verrichten. Aber die allgemeine Bevölkerung ist auch größtenteils so Innos zugewandt. Aber das habe ich ja in der entsprechenden Folge alles schon mal in der Tiefe besprochen. Sentenza! Nee, sonst hier nur freche Sprüche klopfen bei dem. Okay. Wollen doch mal sehen. Wer kann mir eigentlich Zweihand beibringen?
Allgemeine Infos. Lehrer auf Onas Hof. Cord kann mir ein- und zwei Handwaffen unterrichten. Okay, Cord kann beides, ja. Sehr gut. Und Rod kann ich bei dem... Also bei dem noch Taschendiebstahl hat mich gerade interessiert, aber scheinbar nein. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Ich sag dir jetzt erstmal Bescheid, dass ich eine Crawler-Platten-Rüstung möchte. Ich hab gehört, du kannst Rüstung aus Crawler-Platten herstellen? Stimmt. Von wem hast du das gehört? Ein Jäger namens Gestart hat mir davon erzählt. Kannst du mir so eine Rüstung herstellen? Klar. Bring mir 10 Crawler-Platten, dann mach ich dir eine. Wie viel willst du dafür haben? Na, lass gut sein. Ich mach sie dir umsonst. In der alten Zeit. Ist dir so eine krasse Rüsse einfach umsonst bekommen? Geil. Ich hab die Crawler-Platten für die Rüstung. Gut, immer her damit. Okay, wo ist die Rüstung? Ich werde sie dir zusammenbauen. Komm morgen. So geil. Okay, wo ist die Rüstung? So eine Sekunde danach direkt fragen. Bulko lässt schon wieder die Drohne steigen. Widerlich. Den ganzen Tag lang brunzt er da einfach an Baum hin. Gut, dass ich dir mal die Leviten gelesen habe. So, bis zum nächsten Morgen geschlafen. Wolf. Immer noch. Erstmal einpacken, bevor er sich auf den Dialog einlässt. Immer auch die Taschendiebstahlpolizei muss alles immer abchecken. Was hat die für Waren noch? Was kann ich? Die anbieten. Käse und Eintöpfe. Ja, eigentlich die Eintöpfe nehme ich direkt alle glatt mal mit, weil die geben auch 20 Leben. Käse auch 15 Leben, nehme ich einfach mal mit. Okay, sehr gut. Wolf. Das hat er doch vorher gewusst. Okay, wo ist die Rüstung? Ich hab sie fertig. Ist ziemlich gut geworden. Geiler Scheiß, Alter. Nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert, ey. Macht mir einfach die geilste Rüstung des Spiels und sagt nicht der Rede wert. Die hier 50 Schutz und die jetzt 70 Schutz. Ja, endlich habe ich sie wieder. Wie damals in Gothic 1, wisst ihr noch? Ich feiere diese Rüstung einfach hart. Sie ist individuell, sie ist mächtig, sie gibt Schutz. Aber jetzt fühle ich mich richtig wieder in meinem Gothic angekommen, sobald ich diese Rüstung habe. So, Torloff. Wie läufst du denn rum? Sieh dir was Vernünftiges an. Scheiße, Alter. Wo hast du dich rumgetrieben? Ich war im Minental. Dort gibt es Drachen. Sie haben den Paladinen ganz schön zugesetzt. So, dann ist an den Geschichten also tatsächlich was dran. Das wird mich interessieren. Gut, dass du hier bist. Ich habe was zu tun für dich. Was denn? Worum geht's? Gut, hör zu. Der Bauer Sekop hat schon seit Wochen keine Pacht mehr an Ona gezahlt. Ona will, dass er 50 Goldmünzen ausspuckt. Noch Fragen? Oh, das wo ist Sekop so? Ich asoziale Quest. Im Norden des Tals. Das ist von hier aus gesehen an der großen Feldkreuzung rechts. Wenn du Probleme hast, werden die Bauern auf den Feldern dir helfen, dich hier in der Gegend zurechtzufinden. Oh, und sieh zu, dass du die Sache bis morgen über die Bühne bringst. Es ist eigentlich Schutzgeld eintreiben, finde ich asozial, aber dadurch, dass Seekorb ein Arschloch ist, wird es ein bisschen einfacher gemacht. Es wäre schwierig, sein Geld bald zu stehlen. Ja, probieren wir mal. Ich habe jetzt 75 Geschicklichkeit. Einfach mal testen, ob es klappt. Vorher noch einmal sauber durchgespeichert. Okay, das heißt, ich muss die Quest sofort machen, weil es soll bis morgen erledigt sein. Machen wir gleich mal. Na warte, du Dreckig. Das war nur Spaß, Torloff. Nimm das nicht alles so ernst. Man muss nicht gleich die Waffe ziehen, man kann einfach mal sagen, hey. Hey! Ich will... Ach, ich will... Kort, nicht Torloff. Allgemeine Infos, Lehrer. Weil Kort kann mir nur Zweihandwaffen, wenn ich ein gewisses Level an Zweihandwaffen habe, gell? Buster kann. Sonst kann mir hier keiner Zweihand oder was. Wie kann er das sein? Söldner kämpfen doch mit richtig fetten Waffen und sind zähe Burschen. Kann mir keiner Zweihand sonst beibringen. Was soll das? Soll ja wohl ein Joke sein. Ich hab mir das schon gedacht. Naja, so, die. Das war doch schon vorher klar.
Ich habe Lord Hagen das Friedensangebot überbracht. Was hat er gesagt? Er sagte, er würde dir Absolution gewähren, aber deinen Leuten nicht. Dieser Starrkopf! Die meisten Männer in der Armee des Königs sind größere Halsabschneider als meine Männer. Was willst du jetzt machen? Ich werde einen anderen Weg finden müssen, uns hier wegzubringen. Notfalls werden wir das Schiff kapern müssen. Ich muss darüber nachdenken. Meinen eigenen Hals aus der Schlinge zu ziehen und meine Männer hier zurücklassen, kommt nicht in Frage. Ehrenmann. Warum willst du unbedingt aufs Festland? Wie du weißt, habe ich dem König als General gedient. Aber seine Hofschranzen haben mich hintergangen, weil ich etwas wusste, was ich nicht hätte wissen sollen. Sie haben mich in die Minenkolonie geworfen und der König hat es zugelassen. Ich hatte eine Menge Zeit, um nachzudenken. Ich werde mich rächen. Am König? Am König und an seinen ganzen Hofschranzen. Sie alle werden bitter bereuen, was sie mir angetan haben. Okay, hier wird jetzt auch, ich habe mich immer gefragt, in Gothic 1 sagt er so, ich will mich rächen. Und da denke ich mir, ja, er will sich an den Hofschranzen rächen, aber nicht am König. Aber jetzt in Gothic 2 sagt er nochmal explizit auch am König, weil ihn auch hat, weil es zugelassen hat. Jetzt macht es auch mehr Sinn, dass er in Gothic 3 wieder auch wirklich Roba selber umbringen möchte. Okay. Ich werde ins Minental aufbrechen. Ich mach schon dort. Dass es dich nicht lange auf den Höfen hält, habe ich mir gedacht. Wenn du in die Kolonie zurückkehrst, dann halte die Augen nach Gorn offen. Langsam nicht mehr, was Paladine halten ihn dort gefangen. Gorn ist ein guter Mann und ich kann ihn hier gut gebrauchen. Also wenn du eine Chance hast, ihn zu befreien, dann nutze sie. Ich habe sie genutzt. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut, vielleicht denkt Lord Hagen jetzt noch einmal über mein Angebot nach. Eher nicht. Dann werden wir einen anderen Weg finden, hier wegzukommen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay. Wie sie Torloff hat noch einen Auftrag von Ona, der schon seit einiger Zeit erlebt. Kümmere dich zuerst. Genau, also ich habe ja eh schon die bessere Rüstung. Ich wollte nur mal gucken, was da von Dialog kommt. Und aus Neugier einfach mal sehen, was die so kostet. Aber jetzt hole ich mir erstmal mal wieder mein Sold ab. Zahl mir meinen Sold aus. Wo warst du die letzten Tage? Im Minental. Du hast dich nicht bei mir blicken lassen. Oh, Alter. Du könntest dich wer weiß wo rumgetrieben haben. Junge. Bist du verrückt? Arbeite erstmal einen Tag für mich. Morgen bekommst du dann dein Nick. Junge, Junge, ganz schön frech. Aber jetzt werde ich gleich bei Seekop eintreiben und dann werde ich ja echt für ihn gearbeitet haben. Interesse an... Sicher? Ein paar. Danke, hier ist dein Geld. So, das bedeutet, hier habe ich jetzt immerhin ein bisschen mickrigen Sold noch durch die alten Münzen eintreiben können. Und jetzt teste ich aber trotzdem mal kurz bei Kord, ob ich da jetzt doch schon zweihand lernen kann. Ich glaube, das geht nicht, gell? Das geht erst, wenn man... Und dann kann man nämlich beides gleichzeitig bei ihm trainieren. Aber jetzt... Na, da muss ich erstmal noch einen Zweihandlehrer aufsuchen und das so lernen. Na, es wäre schwierig. Ich probiere es nochmal. Ha, geil, es hat funktioniert. Bring mir. Ich kann dich im Umgang mit Einhandwaffen trainieren, aber für Zweihänder bist du noch zu schlecht. Ja, eben. Ich verschwende meine Zeit. Wenn die mir anfängern. Das ist nämlich hier gerade die Problematik. Also, dass es hier unter diesen ganzen heftigen Söldnern keinen Zweihandlehrer gibt, finde ich gelinde gesagt enttäuschend. Naja, gut. Aber jetzt habe ich ja erstmal noch eine andere Aufgabe. Zweihandlehrer werde ich schon früh genug finden. Wie man Seekop, dem Menschenschänder, den Sold abknöpfen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und alles Gute. Ciao.